Oh, die Eiskeime-Action. So, wie läuft das? Ich denke mal, Magic supposedly der Favorit hier, oder? Echt? Wie ist das bisher? Ich glaub, also weiß nicht, wie ist das bisher ausgegangen? Haben wir eine History? No. Ja, es wird anders gleich beim Glicko sehen. Wir lieben Glicko hier. Ja, guck mal hier, der Magic ist so ein Tech-Skilled Fox. Das ist schon schwierig, da mit umzugehen, wenn du ICs bist. Ich glaube, es gibt so eine kleine Hürde, die du. So ein Punkt, wo Foxes so darauf klarkommen, dass sie gegen zwei Charaktere spielen. Und dann wird es so geisteskrank schwer für ICs. Ich glaube nicht. Okay. Oh. Das hey, Lost Hero, Yedo ist immer noch international. Immer international. Und es könnte auch noch mehr sein, wenn du dabei wärst, du alter Brandenburger Held. wo sind meine Brandenburger heute? Kein Lost Hero. Kein Downgrade Falco. Keine Heide. Wo sind sie alle? Obwohl, nee, Ufis ist da, ne? Ufis wurde. Wohnt Ufis noch in Brandenburg oder ist das. Ich bin mir seines Aufenthaltsorts nie vollends bewusst. Oh! Ah, der Blizzard hat ihn gerettet. Aber noch ein Downsmash? Okay. Sieht gut aus für den Atzen Mali gerade. Ja, Lost Hero, wann bist du denn eigentlich mal wieder da? Hast du gerade zu tun oder was ist das? Was ist los? Willst du nicht beim Circuit mitmachen? Oh, okay. das ist Quatsch. Achso, warte, das ist einer von meiner Schule. Schüler-Gimmis. Oh, stimmt. Nächste Woche komme ich rum. Nice. Nächste Woche hat mich auch. Jemand hat ein DM in der Berlin Smash Twitter gemacht. Aha. Und zwar gefragt, ob nächste Woche ein Week ist. Aha, wann nächste Woche? Halt nicht diese Woche, sondern nächste Woche. Und wer war das? Ich glaube, ein Ami. Weil irgendwie da in Berlin ist. Okay. Oh mein Gott, was für ein Recovery. Swords, ja. Swords, okay. Kenn ihn nicht. Aber soll er herkommen. Wir haben ja noch nicht genug Amis hier. Tatsächlich, ich könnte mir nicht vorstellen, wie es ist, Brandenburger zu sein. Oh nein, was macht Nana? Aber das dafür ist, NRW. Das ist Magics große. Ich bin ja NRWler bekanntlich. Das schönste Bundesland. Menzel-Gymnasium. Das ist ein Menzel-Gymnasium? Aber der ist trotzdem, glaube ich, einer von. Achso, jetzt kommt wahrscheinlich einer von Jans TU-Leuten, ne? Wahrscheinlich oder so. Oh mein Gott. Das ist Magics große Chance gerade, sein Comeback zu machen. Aber wieder eine schöne Recovery von Marley. Kann er damit zurückkehren. Macht ein bisschen Rinse und Repeat, aber. Ah, Marley kommt immer näher ran. Oh, und das war's. Down Smash. Ah, oh. So, macht er diesmal. Irgendwie trifft Marley echt viele Edgeguards nicht. Das ist schlecht, würde ich behaupten. Okay. Das ist jetzt hier Magics große Chance. Ja, Janis war leider nicht dabei. Okay. War das eine, also ich glaube, das war eine Backair, die Phantom hat, ne? Ich glaube schon. Hier, ich bin hier, um Birds zu spammen. Was für Birds? Achso, help out the third. Okay, yeah. Spam this third to help out your bird, sage ich nur. Haben wir einen Third Emote eigentlich? Wir haben doch voll viele Emote-Slots wahrscheinlich. Wir haben noch zwei und halt noch Follower-Emote-Slots. Ich bin. Oh, uiuiui, das war schlecht für. Okay, wir sollten das mal machen, wir sollten uns mal ransetzen. Und wir haben Animation-Emote-Slots. Okay. Wir sollten auf jeden Fall, ich finde, wir brauchen ein Third Emote wäre gut. Ja. Den noch? Arthur.
Arthur, gibt's nicht schon Arthur Emote? Ich glaube, das war bei Geeky, ne? Ah, das kann sein, ja, das Fahrrad. Da gibt's hier was im Busan. Ja, das ist der Klassiker von dem Set von, wo Prof gegen. Nee, Reaper gegen Prof gewonnen hat. Ein Brandenburg-Emote. Einfach so der Umriss von Brandenburg. Das kann man dann spammen, wenn jemand campt oder so, weil er so weit weg ist. Oder die Pikachu Down Bee, die heißt neuerdings Berliner Mauer. Wieso das? Weil das so eine Mauer ist, wo keiner durchkommt beim Aufgaben. Okay, aber wieso heißt die Berliner Mauer? Welche Pikachu geht sie? Achso. Ich finde ja, da wäre so eine Wall of Backers von Jan ein bisschen sinnvoller. Personally. Aber das ist ein Stachelkarton. Stimmt, das ist echt ein bisschen. Wie ist das so lange nicht aufgefallen, dass es kein Wall of Berlin gibt? Das ist ein Verbrechen. Ja. Vor allem, wo Banane noch Pikachu gespielt hat. So ein bisschen. Ja, muss ja nicht mal unbedingt Pikachu sein. So. Jeder defensive Charakter hat ja irgendwie eine Art Wall. Was ist eigentlich die Berghain-Kombo? Ja, das sieht ja wirklich ziemlich gut aus für Marley. Die Paul-Kombo. Wer ist most likely to get into Berghain von den Berliner Slashern? Keine Ahnung, wahrscheinlich wir alle. Aber wahrscheinlich einer von den Nicht-Deutschen, weil da gehen irgendwie nur so Amis hin. Das könnte sein. Hans war wahrscheinlich sogar schon mal da. Oh, da kommt das Stern. Wieder große Chance für Magic jetzt hier was rauszuholen. Nachdem er beim ersten Stock es weht hat, aber Marley. Mana macht nicht das, was er will. Aber der Downsmash macht's. Knapp. Ja, wenn Magic sich zusammenreißt und nicht auf dem ersten Stock steht, dann kann er was machen, denke ich mir. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz Geld zurückgeben. Wir brauchen, glaube ich, keine CRTs. Außer du hast einen sehr, sehr guten. Und eventuell für das Arcadian. Warum ist der in Rot? Ja, beim Arcadian wäre es vielleicht sinnvoll, aber ich denke mir auch, dass so was 15 Fernseher oder so, was wir haben da unten. Wie viel haben wir? 15? 13? 14? 12. Plus halt eben so, sagen wir mal, 3, 4, 5 von Leuten, die halt da sind. Ich habe halt einen sicken Fernseher, das ist halt das Problem. Das ist ein Problem. Ja, weil ich das nicht spiele. Also. Ja, lass ihn irgendwo spielen. Das auch. Ich habe so einen für Broadcast-Dinger. Was ist das nicht der? Mach einfach also F-Snatch oder so. Oder Downsmash. Ja, keine Ahnung, ich glaube, also ich würde hier unten würde ich keine mehr lagern wollen und das ist schon voll genug, würde ich sagen. Ich will nicht wieder so eine Situation, wo dann so ein Liver vorbeikommt, 5 Milliarden TVs abgibt, die sind alle kacke und dann liegen die hier alle auf dem Boden rum, wie es jetzt schon der Fall ist. Aber. Oh, okay. Oh, was? Oh, das war so tricky. Krass, okay. Ich hab. Marley in diesem Slash-Up unterschätzt. Aber das spielt viel gegen Maxius, dann macht das Sinn. Achso, nee, aber ich denk halt so, weißt du, für Arcadian, da brauchen wir sicher nicht mehr als 20 TV, oder? Wie viele Leute sollen da hinkommen? 80? Ich glaube, 60 oder so, ne? Ja, dann
brauchen wir 16 TVs, das reicht. Nee, das ist ja so ein normaler 64. Ja, bei 64 Leute ist 16 TVs. Ja. Wenn man wirklich sicher gehen will, dann nimmt man 20 oder so, aber die kriegen wir locker halt von den Leuten zusammen. So. Jetzt Magic bis am Aufdrehen. Weiß aber nicht genau, was er machen soll. Doch, er weiß schon, was er machen soll. Arcadian wird so. Okay. 1.2. Oktober schon mal vormerken. Wir müssen halt noch sowas wie Smash G oder wie auch immer das dann heißt. LL. Oh. 16 auf 64 schlecht, mein Dörfer. Okay. Wieder große Chance, es zurückzuholen. Magic holt jedes Mal zurück und vielleicht wird es diesmal was werden. Oh, okay. Er schmoozt. Warte mal, er ist Moking, er ist Doking. Oh. Okay. Down smashing. Oh! Okay. Er hat sich ein bisschen zusammengerissen. Steht 2-1. Wir sind hier. Es ist sehr knapp. Sag mal, der Break ist auch schon fast vorbei, oder? Ja, die so mitfilmen jetzt noch, diese letzten Entscheidungen. Na gut. Ja, Ofa spielt da Young Link mit dabei. Und wir haben auch einen Luigi-Spieler allerdings. Wir haben ja Luigi-Spieler. Das Rückgrat haben wir eigentlich nicht gerade. Sofa meint für 24 Setups bei 64 Leuten. Wer meinte das? Sofa. Wir fahren. Meinst du echt? Weil ich glaube halt. Das wird halt. Du meinst, willst du Friendly Setups während das Turnier läuft auch, oder wie? Weil ich glaube halt, so ein Pool braucht man nicht mehr als. So 2-3 TVs, oder? Wenn es so was 8-Mann-Pools sind oder so, oder eher 6-Mann wahrscheinlich, ne? Was macht man da? Was ist da der Industriestandard? 8-Mann Round-Robin-Pools ist ein bisschen heftig, oder? Die waren mit meinem Würfel. Nee, die waren mit meinem Würfel. Ja, stabiler ist doch für Marley. Wie viele Setups hatten wir eigentlich auf Arcadia? Das waren auch keine 16, glaube ich, oder? Das waren ganz schön wenige. Zwei. Das war ja auch das Problem, dass viele manche auch keine Wiesen haben. Ich glaube, es waren so 12 Fernseher bei Arcadia. Sogar das ging noch. Aber es waren weniger Leute. Acht Pools mit 8 Leuten. Ich finde 8er Pools schon hart anstrengend. Und wenn man dieser Round Robin hier wäre, das so nur der Anfang. Damn. Drei verschiedenen Brackets. Ja, okay, für die Brackets wird es ein bisschen anstrengend, dann glaube ich. Aber wenn du die halt gut so zeitlich setzt, dann müssen die ja nicht mehr coinciden. So. Ja, wenn man halt. Sie haben gerade so F-Smashes in verschiedene Richtungen gemacht und sie so einmal nach links und dann nach rechts. Oh mein Gott. Sowas kann man. Ich glaube, das war, weil Nana D-Sync, nicht D-Sync, D-Sync war irgendwas was eigenes gemacht hat. Nee, nicht D-Sync, sondern halt. Ja. Einfach halt ihr eigenes Ding gemacht hat. Das macht sie auch manchmal. Ja. Yeah. Nana macht manchmal ihre eigenen Sachen. Oh. Und Popo findet das chillig. Aber das ist so easy. Oh. Ah, er hat sich hier locker Schein spiken können. Ah. War die ein bisschen zu fishy gerade? Okay. Okay, ich den Grab. Macht nichts. Sehr gut. Versuchen Grab zu kriegen. Oh. War ja auch ein anderer Grab. Sie haben beide gegrabt, glaube ich. Oh, ah, schade. Hätte mal so abfrauen sollen oder so, glaube ich. Okay.
Macht er das Comeback? Sehr gut, ein. Okay. Was? 1% Ey. Für Achso. Ah, okay, warte mal, stopp, erst mal bei. Achso, nee, wir sind bei nee, Dings. Nur bei einem, ja, das ist manchmal komisch. Ja, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, das war. Ich glaube, ich muss mal die API updaten. Das war. Ja. Kann man da wieder raufgehen oder wird das kaputt bleiben? Nee, dann steht auf dem einen nur Prozent. Ah, okay. Und das war's. Marley ist der Sieger. Crazy. Was für ein insanes Set. Soll ich gleich weiterspielen gegen ihn? Gegen Magic? Mhm.